Hallo, heute geht es weiter oder los mit den Werkzeugen, mit den Pinseln und erweitert zu den normalen Pinseln, die ich ja schon vorgestellt habe und auch zu den Freistellwerkzeugen. Gibt es dann natürlich auch noch hier die Gruppe mit den verschiedenen Sachen und da möchte ich halt mal mit dem Verschmieren anfangen. Generell könnt ihr ja über Bearbeiten, Einstellungen euch die Sachen reinziehen oder auch deaktivieren, wenn ihr das möchtet, an den verschiedenen Werkzeugen oder Gruppen. Das könnt ihr hier im Werkzeugkasten machen und ihr habt dann eben die verschiedenen Gruppen drinnen, die ihr eben habt, also die eigenen einzelnen Werkzeuge. Gruppe bedeutet in dem Fall eben, dass die Sachen dann eben unter einem Button zu finden sind. Die könnt ihr auch hin und her schieben, wenn ihr das wollt, also hier zum Beispiel die ganzen Freistellwerkzeuge. Hier Auswahl, Zauberstab nach Farbe und hier dann die ganzen Transformationswerkzeuge etc. Also falls ihr das nicht findet, könnt ihr da mal schauen. Also da könnt ihr es auf jeden Fall in den Werkzeugkasten hinzufügen. Wie gesagt, heute mal angefangen mit dem Verschmieren. Das ist also ein wirklich tolles Werkzeug, was auch sehr rege genutzt wird. Vor allem, wenn man eben bestimmte Bereiche ausbessern möchte, Übergänge ein bisschen fließender machen möchte oder auch zum Beispiel Sachen verschwinden lassen möchte, rein retuschieren möchte, um eben dann am Ende noch die Übergänge ein bisschen unauffälliger zu machen. Man kann damit auch viele Sachen kreieren, im künstlerischen Stil, sage ich mal. Dann natürlich die ganzen Effekte, die wir beim Pinsel haben, auch auf das Verschmieren-Werkzeug angewendet werden können. Generell haben wir hier, wie schon gesagt, im Prinzip kann man sagen, fast zu 99% die gleichen Einstellungen wie beim normalen Pinsel. Das heißt, die Deckkraft, Größe, Seitenverhältnis, also auch hier das Hoch- und Breitziehen, den Winkel ist klar, der Abstand, also wie viel Abstand zwischen den Pinselabdrücken sein soll, wenn ich mit durchgezogener Taste arbeite. Härte und Druck sind ja mittlerweile auch klar, also das habe ich ja alles beim Pinselwerkzeug schon erklärt. Und natürlich können wir auch hier wieder die Dynamiken machen, das heißt, wir können auch hier die verschiedenen Effekte, sage ich mal, wieder anwenden. Das heißt, wir nehmen mal wieder ein altbekanntes, also das Konfetti-Werkzeug. Und wie wir hier schon in der Vorschau sehen, ich mache das mal ein bisschen größer, sehen wir ja hier, wie wir im Prinzip mit diesen Filtern, Anführungsstrichen, eben das Verschmieren eben ja mit diesem Konfetti-Style machen können. Also wer das möchte, wer das braucht, also wie gesagt, man hat hier eigentlich sehr viele Möglichkeiten. Dann verschiedene Random-Möglichkeiten, das heißt Größe zum Beispiel, Pressure zum Beispiel, die Sides und so weiter. Also alles, was dann die Größe und auch die Härte des Auftrags angeht, könnt ihr hier, wie gesagt, mit den Filtern einfach mal durchprobieren mit der Dynamik. Also das geht auch alles mit dem Verschmieren-Werkzeug. Der normale Modus ist hier dann im Prinzip Basic Dynamik. Da hat man dann im Prinzip das ganz normale anwenden. Und wenn wir einfach mal drüber schmieren, das dauert hier ein bisschen, weil das etwas arbeitsspeicherintensiv ist, sehen wir eben, ja, was man mit dem Verschmieren-Werkzeug generell macht. Ich denke mal, sollte eigentlich auch klar sein. Also man kann damit in dem Sinne nicht nur im Grenzen etwas verwischen, sondern auch generell ein bisschen ja fast schon wie unscharf stellen, ja, was man eben unter dem Namen versteht. Generell gibt es auch hier Länge des Verblassens. Das heißt also, wie lang dieses Aufschieben des Effekts eben ist. Also wir sehen ja hier am Anfang. Das heißt also, der Verlauf am Anfang ist dann ein bisschen abgeschwächt. Ähnlich wie das eben auch ja, beim ganz normalen Pinsel eben passiert. Hier können wir dazu noch die Wiederholungen einstellen, also die Intervalle, also sozusagen die Sinuskurve zu diesem Effekt. Es ist halt natürlich fraglich, inwieweit man das denn überhaupt sieht beim Verschmieren, denn normalerweise
In den meisten Fällen wird das Verschmieren ja eher wirklich genutzt, um ein bisschen Übergänge zu machen. Und das wird dann wirklich dezent gemacht, dass man das Verschmieren an und für sich überhaupt nicht sieht. Hier kann man dann natürlich noch ein paar andere Effekte hinzufügen, die eigentlich auch irgendwo selbsterklärend sind. Zittern hinzufügen, da kann man, wie der Name schon sagt, das Zittern hinzufügen, wie man sieht, ist das dann total. Ja, wie mit wackeliger Hand. Also hier kann man auch wirklich schon andere Effekte machen. Hier kann man Nebel fast schon simulieren oder Regentropfen. Und da ein bisschen Geschick dazu hat. Also wenn ich hier oben mal drüber gehe, könnte man denken, dass hier die Kamera mit Linsen voll ist sozusagen. Die Linse mit Regentropfen voll oder angelaufen ist. Hier kann man dann noch die Stärke dazu einstellen. Weiches Zeichnen, das erklärt sich auch von selbst. Pinsel an Ansicht koppeln ist einfach nur, dass sich der Pinsel die Größe verstellt, je nachdem, wie nah ich rangehe, dass eben der Pinsel nicht übergroß ist. Harte Kanten ist ja auch irgendwo klar, dass die Kanten ein bisschen härter sind, was natürlich beim Verschmieren wieder ein bisschen widersprüchlich ist. Kein Radiereffekt, das heißt also, dass die Farben an und für sich nicht gelöscht werden, wobei man den Unterschied kaum sieht. Das Vereinigung prüfen heißt wieder, wenn das Bild mehrere transparente Ebenen hat, dass sich das darauf bezieht. Die Rate an und für sich ist generell die Stärke, wie viel sich auf einem Fleck eben das Verschmieren auswirken kann. Und mit dem Fluss kann man im Prinzip einstellen, wie sehr, wenn man es einfach mal probieren. Hier sieht man eben, dass man dann schon sehr die Farben mitzieht. Also wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr wie gesagt den Fluss ein bisschen runterstellen oder ganz runterstellen, dass wirklich nur das verschmiert ist, was man generell sieht. Noch einen für sich, wie gesagt, war jetzt fast schon alles dazu gesagt. Also Anwendung im Prinzip. Genau wie der Pinsel. Und ja. Einen Tipp gibt es noch. Ihr könnt ja generell mit der Steuerungstaste arbeiten mit Pinseln. Das heißt, wenn ihr das Verschmieren-Tool auswählt und drückt, dann drückt ihr die Umschalttaste, dann könnt ihr im Prinzip gerade Striche malen und wenn ihr dann noch die Umschalttaste gleichzeitig drückt, könnt ihr auch gerade Striche malen und das im 15 Grad Winkel. Das heißt, ihr könnt im Prinzip hoch und runter stellen im 15 Grad Schritt, wenn ihr die Steuerungstaste und die Umschalttaste gleichzeitig drückt. So, das war es auch schon dazu und ja, vielleicht bis zum nächsten Video.